Westen und Süden gebietsweise Regen, Höchstwerte 7 bis 17 Grad und die weiteren Aussichten am Dienstag und Mittwoch teils sonnig, teils bewölkt mit einzelnen Schauern 10 bis 18 Grad. Abschließend Zeit, es ist 20.05 Uhr. Herzlich willkommen. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie da sind, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie hier mit uns zusammen sind auf BR Classic und im Video-Livestream auf BR Classic Concert und hier im Studio 2 des Bayerischen Rundfunks in München. Man könnte ja sagen, Home of Jazz. Schon seit so vielen Jahren, seit fast 50 Jahren gibt es hier die monatliche Konzertreihe Bühne frei im Studio 2. Tatsächlich, ich habe mal nachgeschaut. Und heute haben wir ein extra Konzert in dieser Reihe. Ich freue mich sehr, dass Sie es gewählt haben als Alternative zum Tanz in dem Mai oder zum Ritt auf dem Besenstiel. Ja, also die gerade geschilderten Aktionen würde ich ja sehr gerne mit diesem jungen Mann neben mir hier unternehmen. Also mein Name ist Beate Samson, ich würde ihn mitnehmen. Zu beidem finde es aber noch viel besser, dass ich mit ihm heute Abend hier im Namen des Jazz unterwegs sein werde. Das ist Ulrich Habersetzer aus der Jazz-Redaktion von BR Classic. Ja. Vielen Dank. Und wenn Sie den Livestream anschauen, dann sehen Sie, dass ich jetzt rot geworden bin. Wir haben heute wirklich guten Grund zu feiern, denn der International Jazz Day wird heute am 30. April zum 6. Mal weltweit begangen. Den Gedenk- und Aktionstag hat die UNESCO ausgerufen und deshalb haben wir heute auf BR Classic diese Jazzparty. Schön, dass Sie dabei sind. Generaldirektorin der UNESCO, Irina Bokova, schrieb Folgendes in die Begründung. Jazz mache das Beste aus der Vielfalt in der Welt. Er überwinde Grenzen und bringe Menschen zusammen. Seit ihren Wurzeln in der Sklaverei habe diese Musik ihre leidenschaftliche Stimme gegen jede Art der Unterdrückung erhoben. Sie spreche eine Sprache der Freiheit, die in allen Kulturen von Bedeutung sei. Ja, im letzten Jahr wurde ja dieser tolle Tag gefeiert, wieder einmal von einer wirklich großartigen Riege internationaler Musiker unter der Führung von Herbie Hancock. Er ist der UNESCO-Botschafter für interkulturellen Dialog und auch der Leiter des Thelonious Monk Instituts. Und deswegen ist er in dieser Sache sehr, sehr tätig seit 6 Jahren. Es gab ja schon Konzerte in Paris, in Osaka, in Istanbul und eben auch im letzten Jahr in Washington im Weißen Haus. Damals noch mit einem anderen Präsidenten, Barack Obama, und der sagte über Jazz Folgendes. Er hoffe, dass diese Musik zu neuen Wegen des Dialogs und neuen Formen der Zusammenarbeit über Grenzen hinweg führen könne. Soweit Obama. Ein Teil dieser Hoffnung wird heute Abend wieder wahr, denn das Global Concert für den International Jazz Day mit mehr als 50 teilnehmenden Musikerinnen und Musikern aus 14 Ländern wird in Havanna, Kuba stattfinden. Allerdings, dieses Konzert beginnt erst um 3 Uhr nachts unserer Zeit. Also da haben Sie noch ein bisschen Zeit hin, da genießen Sie jetzt erstmal den Abend mit uns. Genau, und da gibt es dann auch einen Livestream von den Kollegen in Havanna. Und wenn man das mal so sieht, dann sind wir ja sozusagen das veritable Vorprogramm hier heute Abend bei Bühne frei im Studio 2 extra. Wir haben in 4 Bands 11 Musiker und eine Musikerin aus 5 Ländern. Die meisten von ihnen sind in München zu Hause und sie sind natürlich alle international aktiv. Die erste Band des Abends, die darf ich jetzt ansagen, das ist das Tim Collins Quartett. Der Bandleader, Vibraphonist Tim Collins, stammt aus einer kleinen Stadt, Plattsburgh im Staat New York, an der Grenze zu Kanada ist das. Und er hat mir mal in einem Gespräch gesagt, er ist eigentlich schon immer Schlagzeuger. Mit ungefähr 3 Jahren, daran hat er sich erinnert, hat er schon den Küchenschrank seiner Mutter ausgeräumt und auf allem rumgehauen, was da so rumlag. Und eben deshalb, seit dieser Zeit spielt er eigentlich Schlagzeug. Das Klavier, das hat er dann so ein bisschen gezwungenermaßen lernen müssen. Und im Studium hat er sich dann für die beste Kombination aus beidem entschieden. Klavier, Schlagzeug, lerne ich Vibraphon. Er war dann 9 Jahre in New York und war dort ein Bestandteil der Szene. Und seit 2010 ist er in München und ist hier angesehener Jazzmusiker. Es war auch so, als er hierher kam, wollten eigentlich alle sofort mit ihm spielen. Einerseits ist es so,
dass es nicht so viele Vibraphonisten gibt in der Szene und andererseits ist Tim Collins einfach ein herausragender Musiker. Er ist ein totaler Virtuose, kann packende Grooves spielen und selbst wenn er eine Melodie spielt, groovt es bei ihm und er legt großen Wert auf Interaktion. Er hat ganz unterschiedliche Musik geschrieben, für Streicher, für Jazzensemble, für Vibraphon Solo und ganz andere Besetzungen auch. Und heute Abend in unserem ersten Konzert zum International Jazz Day werden Sie ihn in einer Besetzung erleben, die im Jazz eine ganz lange Tradition hat. 1952 hat sich das Modern Jazz Quartett gegründet. Das war genauso besetzt. Vibraphon, Klavier, Bass, Schlagzeug. Und heute hören wir das Tim Collins Quartett in dieser Besetzung. Begrüßen wir die Musiker. Und zwar sind das am Schlagzeug Sebastian Wolfgruber. Yeah. Am Bass Andy Kurz, Andreas Kurz am Bass. Am Piano Matthias Bublatt. Und am Vibraphon Tim Collins. Viel Vergnügen mit dem Tim Collins Quartett. Thank you.
Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So, das heißt International Jazz Day, so ich glaube, das heißt, ich darf Deutsch mit einem amerikanischen Akzent aussprechen, wenn es für Ihnen okay ist. Das erste Stück von, mir heißt Lost Opportunities, also verlorene Möglichkeiten. Und jetzt spielen wir ein Stück, inspiriert von der Stadt New Orleans, depending on if you've been there or lived there. And this is ein Stück, heißt Frenchman Street. Thank you.
Vielen Dank. Das letzte Stück war nochmal von mir, big surprise. Das heißt Waltz for Someone, und it's actually not really anybody in particular, but so you could think for anyone who you want. The next tune that we're going to play is another composition of mine, and it is entitled Butterflies, and I think the title will be self-explanatory when you hear it. Thank you.
Vielen, vielen Dank. Wir kommen jetzt zu unserem letzten Stück, weil es gibt drei verschiedene total geile Bands, die hier heute Abend spielen. Und so, wir verabschieden uns mit einem kleinen Stück, inspiriert von einer meiner zwei Katzen. Und sie springt immer auf ein Vibraphon, wenn ich versuche zu üben und so weiter. So, deswegen heißt das Stück Crazy Cat, weil es klingt wie ein Vibraphon, eine Katze auf das Vibraphon springen.
Matthias Bublak am Klavier. Andreas Kurz, Kontrabass. Sebastian Wolfgruber, Schlagzeug. My name is Tim Collins. Thank you very much. Ja, vielen Dank für diese Geschichte mit den Schmetterlingen, die man quasi jagt irgendwo auf einer tollen Karibikinsel oder wie uns Tim Collins mit seiner Musik einfach mal zurückgebeamt hat in die Wiege des Jazz, New Orleans. Ganz wunderbar. Also hier sind wir angelangt und jetzt geht es weiter mit einem Duo. Und mit einem Pianisten in diesem Duo, über den die Süddeutsche Zeitung mal geschrieben hat, er sei der am wenigsten bekannteste Superstar in der Welt der Musik. Ich sage jetzt einfach mal für diejenigen, die nicht hier im Studio sitzen und auch nicht den Livestream sehen, sondern uns im Radio hören, im Moment wird hier neben mir ein Vibraphon abgebaut, deswegen klappert es und klirrt es ein bisschen, aber wir sind alle noch gut dabei und man muss sich keine Sorgen machen um uns. Derjenige, der hier so gepriesen wurde in der SZ, ist 1946 in Moldawien geboren, ist mit 8 Jahren schon zum Unterricht Klavier, Musiktheorie nach Charkow gegangen und war mit 18 Jahren am Gnessin-Institut in Moskau. Also ein echtes Wunderkind auf dem Weg in die Welt des klassischen Pianos, aber irgendwas kam dazwischen, na was wohl der Jazz. Als Teenager ist er dafür heiß entbrannt und ist also relativ frühzeitig auf beiden Gleisen gefahren mit seiner Musik und auch bekannt geworden in der UdSSR. Und er hat 1973 dann tatsächlich die ganz offizielle Erlaubnis bekommen, aufzutreten, auch im westlichen Ausland, internationale Konzerttourneen zu machen. Platten hat er sowieso jede Menge schon dort aufgenommen. Er war sozusagen der Jazzbotschafter der UdSSR und landete in dieser Funktion und als Pianist natürlich auch beim Münchner Klaviersommer Mitte der 80er Jahre. Und München hat es ihm angetan. Ja, die Münchner haben ihn auch geliebt, also irgendwann mal war klar, er muss hierher kommen und landete hier und hat Anfang der 90er Jahre dann eine Professur übernommen an der Musikhochschule in München und hat also wirklich Generationen von Jazzpianisten auf dem Weg begleitet und sie angestupst, den Jazzweg zu gehen und viele sind ihm dafür nach wie vor sehr dankbar. Einer von denen, der ihn auch als Student schon kennengelernt hat hier in München, ein junger Saxophonist, das ist Florian Trübsbach, der hat auch klassische Wurzeln, hat mit 3 Jahren schon Geige spielen gelernt, wurde dann ein Tölzer Knabe und zwar gleich ein Solist im Tölzer Knabenchor. Und man muss auch tatsächlich sagen, genau diese Wendung hat dazu geführt, dass er Jazzmusiker geworden ist. Sie war nämlich auf Tour in Japan mit den Tölzer Knaben und er hat da bei so einem Ausflug gesehen, da gibt es Saxophonisten auf der Straße, die werden total angehimmelt von den Mädels, also ein tolles Instrument, also wenn das auslöst, muss er haben, muss er machen. Zurück in Deutschland wollte er mit einem Freund zusammen auf sein erstes Jazzkonzert gehen und sie dachten, Chris Barber wäre es. Jetzt war aber Chris Barber ausverkauft, ja. Und der Verkäufer, der Kartenverkäufer hat zu ihnen gesagt, naja, dann, wie wäre es denn mit Dizzy Gillespie? Ja, okay, Dizzy Gillespie, ja. Sind so Dizzy Gillespie und das war es dann. Also dann war alles klar, es wird der Jazz und er wird Saxophonist und das hat er auch ganz zielstrebig durchgezogen, hat unwahrscheinlich schöne Einspielungen schon an unwahrscheinlich schönen Einspielungen mitgewirkt und hat auch eine Professur übernommen 2012 hier an der Musikhochschule und hier sind ihm viele junge Studentinnen und Studenten sehr dankbar, dass sie einfach einen so jungen Professor in ihrem Fach Jazz-Saxophon haben, der sie jetzt auf die Spur setzt. Und ich freue mich, dass im Jahr 2012 es auch gelungen ist, diese beiden Musiker zusammenzubringen. Hier im Studio 2 haben sie das erste Mal zusammengespielt. Ich hatte den Leonid Žižek angerufen, habe ihn gefragt, wie wäre es denn mal eine schöne Duo-Aufnahme hier? Ja, und ich hätte auch schon einen Vorschlag für einen Saxophonisten. Und hier sind sie das erste Mal begegnet, haben gleich eine Rundfunkaufnahme gespielt mit großen Verwirrungen noch. Der Florian Trübsbach hatte noch sein Saxophon im Zug liegen lassen.
Erstmal, das kam aber dann wieder zurück. Ein wunderschönes Saxophon, ein Plastiksaxophon aus den 50er Jahren. Das ist so ein ganz spezielles Teil. Und wenn ich jetzt noch lesen würde, was auf meinem Zettel steht, könnte ich Ihnen auch sagen, wie die Marke heißt. Aber es ist wirklich ein schönes weißes Saxophon. Sie werden es gleich sehen. Und Sie im Radio, meine Damen und Herren, Sie werden es gleich hören. Denn jetzt spielen Florian Trübsbach, Altsaxophon und Sopransaxophon und Leonid Čižek hier bei uns im Studio 2. Und wir feiern alle zusammen weiterhin den International Jazz Day. Ich wünsche Ihnen großes Vergnügen auch mit diesem Set. Heute ist sehr wichtiger Tag für uns Jazzmusikanten. Obwohl Jazz ist unser Alltag auch. Aber ich denke, dass dieser Tag hat mehr Bedeutung für Welt. Dieser Feiertag, glaube ich, wichtig für aufmerksam machen unsere Musik für die ganze Welt. Florian vor kurzem hat richtig gesagt, dass Jazz, ich habe keine besondere Feiertag, weil für mich jeden Tag ist Feiertag, Jazz-Tag, ja? Und für mich auch. Deswegen wichtig, dass die Welt kann aufmerksam machen für solche unsere zukünftige Musik. Weil Jazz, ich denke, das ist, hat noch nicht vollkommen formiert sich. Ja? Weil ich denke, dass Jazz hat viel Potenz weiter zu entwickeln und viele neue Ideen, neue Sprache, neue Stilistik, neue bringen in unsere Welt. Ja, und wir spielen, glaube ich, drei Stücke. Erste heißt die Hymne für Bayern 4.
Nächste Stück heißt Sulamit oder Sulamit auf Deutsch. Ich weiß nicht genau, wie sagt man richtig. Sulamit. Diese beide Stücke von mir. Thank you.
Florian Glücksbach. Spielen wir das Standard. Ja. Victor Young, Love Letters. Schönes Stück, aber spielt man nicht so oft, leider. Ja. Thank you.
Leonid Tschitschik, Florian Trübsbach. Diese Musik zeigt auch, wie weit der Bogen des Jazz sein kann. Wir sind schon am Ende des ersten Teils unseres Sonderkonzerts zum International Jazz Day. Und jetzt folgt, Sie hören und können Sie auch sehen, ein 30-minütiges Pausengespräch, das meine Kollegin Beate Samson mit den Musikern des heutigen Abends geführt hat. Und darin geht es um ihren Bezug zu München, um den International Jazz Day allgemein und um die Musik der Bands. In einer halben Stunde geht es dann hier weiter mit Musik. Bis dahin. Ja, und zur ersten Hälfte unseres Pausengesprächs begrüße ich hier bei mir den Vibraphonisten Tim Collins, Pianist Matthias Bublatt, Saxophonist Florian Trübsbach und Gitarrist Jeff Goodman. Herzlich willkommen, schön, dass ihr hier seid. Jeff, vor allen Dingen, da steht ja der Auftritt noch bevor. Vier Musiker, also aus drei der insgesamt vier bei uns auftretenden Bands beim International Jazz Day. Ja, und dieser International Jazz Day wurde in Amerika erfunden von der UNESCO. Die dortige Generaldirektorin Irina Bokova hat ihn zusammen mit dem Thelonious Monk Institut und dessen Chef Herbie Hancock aus der Taufe gehoben. Er ist auch UNESCO-Botschafter für interkulturellen Dialog. Seit dem Jahr 2012 wird er gefeiert in vielen Ländern, man kann fast sagen von Armenien bis Simbabwe, mit unterschiedlichen Konzerten und Veranstaltungen, aber auch mit Schulprojekten. Aber die ganz große mediale Aufmerksamkeit, die hat es gegeben durch die All-Star-Konzerte der amerikanischen Jazzmusiker, die in den letzten Jahren in Istanbul, in Osaka, in Paris und dann zuletzt 2016 in Washington im Weißen Haus stattgefunden haben. Und da war dann auch zum ersten Mal ein Deutscher mit dabei, Till Brönner. Wahrscheinlich hat aus diesem Grund das Thema International Jazz Day es dann auch in die Nachrichten in der ARD geschafft. Dieser 30. April also ist ein Tag, der durchaus immer mehr Kreise zieht. Wie schaut es denn aus für Jazzmusiker? Spielt der International Jazz Day da eine große Rolle und welche? Es ist ein Tribute zu dieser Musik in jeder Hinsicht. Jazz ist jetzt auch auf der ganzen Welt anerkannt. Und da gibt es unmenglich verschiedene Formen von Jazz, was jedes Land für sich übernimmt, könnte man sagen. Ich weiß es nicht. Aber für mich es bedeutet auch, man kann reflektieren an der Geschichte, wo es herkommt und ja, wo es vielleicht hinführt. Aber es ist eher eine Zelebrierung von dieser Musik. Und ich finde es fantastisch. Es wäre Zeit. Fühlt man sich denn automatisch als Jazzmusiker dann vertreten durch so eine Initiative, durch so einen Jazz Day? Oder sagt man, hey Leute, ja klar, kann man sich ja alles aushängen. Also ist es so, dass man immer positiv gestimmt sein muss einem solchen Tag gegenüber? Es gibt ja alle möglichen Tage, die gefeiert werden. Also für mich persönlich hat der Tag bis jetzt keine Bedeutung gehabt. Für mich ist sowieso jeden Tag Jazztag und zwar zu 100%. Es hat auch Marktgründe, dass man was verkaufen kann, dass man Aufmerksamkeit kriegt, auch vielleicht in großen Medien. Für mich persönlich hat das keine große Bedeutung, aber dass wir heute hier zusammen sind, ist natürlich auch eine schöne Sache. Und also insofern hat es für heute schon eine Bedeutung. Im letzten Jahr hat Barack Obama im Weißen Haus, als er seine Eröffnungsrede gehalten hat für dieses Konzert, das dort gegeben wurde und dann ja auch live übertragen wurde, da hat er gesagt, er hoffe, dass diese Musik, dass der Jazz zu neuen Wegen des Dialogs und zu neuen Formen der Zusammenarbeit über Grenzen hinweg führen könnte. Das war also seine hochgesteckte Hoffnung. Könnt ihr selbst für euch feststellen in eurer Laufbahn, dass das, was er da formuliert hat, tatsächlich schon stattfindet in dem, was ihr tut und wodurch dann? Ja, es ist ja so, dass wir schon seit Jahren eigentlich mit verschiedenen Musikern aus verschiedenen Ländern zusammenspielen. Und da ist ja Jazz dann sozusagen die gemeinsame Sprache. Also gibt es da für uns keine politischen Grenzen. Man kann es egal, ob der jetzt aus Japan ist oder aus
Irak oder Israel musizieren, kann man immer zusammen. Und wenn man auftritt in den Ländern, wie ist es dann? Also, falls ihr schon in solchen Ländern noch aufgetreten seid? Also, ich war jetzt nicht im Irak oder so, aber in Japan ist natürlich Jazz etabliert zum Beispiel. In Amerika auch. Also, ja, also ich hatte noch nie Probleme, irgendwo zu spielen oder dass die Leute nicht offen dafür waren. Ich habe eigentlich erfahren, ganz in verschiedenen Ländern, dass die Reaktion vom Publikum immer ein bisschen unterschiedlich ist. Zum Beispiel mein erstes Mal in Norwegen zu spielen, hätte ich gedacht, weil das Publikum war wirklich ruhig und ein bisschen zurückgehalten. Und ich habe mich gedacht, oh man, they're not enjoying this at all. Und danach kamen ein paar Leute aus dem Publikum zu meiner Kollegin, der selber aus Norwegen ist. Und die haben ihm gesagt, ah, das war einer der besten Konzerte, die wir je gesehen haben. Und es war die waren einfach ruhig und zurückgehalten. Aber so mein nächsten 2-3 Mal in Norwegen oder auch in Dänemark war es ein bisschen ähnlich. Dann habe ich das einfach im Kopf gehabt und nichts persönlich genommen, weil ich hatte das Gefühl, dass die genießen das, weil die haben immer gesagt, ja, eigentlich wir genießen das sehr. Aber es ist eben eine andere Mentalität, die das ja, ein anderes Verhältnis oder irgendwas. Grenzen kann es ja auch manchmal geben, also vielleicht nicht unbedingt Grenzen, aber doch starke Unterschiedlichkeiten. Von dem her gesehen, mit welchem Hintergrund Musiker in einer Band zusammenkommen. Ich glaube, dass du, Jeff, eigentlich derjenige bist, der am meisten darüber weiß. Also ich denke an deine früheren Bands, Misery Loves Company, wo es ja um griechische Musik sehr stark ging, Tabla and Strings, also mit indischen Musikern. Auch da eigentlich eine Geschichte, die leicht zu bewerkstelligen war, diese Unterschiedlichkeiten zusammenzubringen in einer Band, in einer gemeinsamen Musik? Es ist relativ organisch immer gewesen. Ich habe nicht immer Musik geschrieben, was klingen soll wie diese Internet, you know, wie indische Musik. Ich habe eher die Formation genommen und meine Musik geschrieben für diese Formation. Das war natürlich zusammen mit der griechischen Musik von Sakis oder indisch von Shankar, aber für mich war es eher die Formation und was man daraus machen konnte mit dieser Musiker. Und war es dann zuletzt Jazz? Oder möchte man da gar kein Label draufsetzen? Ich denke schon. Ich sage immer, there's a jazz attitude. Eine Haltung, eine Jazz. Ja, ja. Jetzt in dieser Katie Krull, wir machen auch ein Quintett und das ist. Katie Krull, das ist das Duo, beziehungsweise genau. Dann auch Quintett, das du mit der Sängerin Fjolava genau. Turku genau. Hast und das wir auch später noch hören werden. Genau, genau. Und jetzt spielen wir ab und zu ein Quintett und das ist auch, es ist kein reiner Jazz. Weit und breit nicht, aber die meisten von uns sind Jazzmusiker und deshalb da ist ein underlying feeling of Jazz. Yeah. Yeah. And I think this is okay. Es ist so eine gewisse Offenheit des Musizierens, also auch wenn man mit Jazzmusikern Popmusik spielt, ist es auch irgendwie anders, weil genau. Weil jeder zuhört und es passieren Sachen spontan, was sonst vielleicht nicht passiert. Also auch wenn man nicht dauernd improvisiert, ist es einfach dieses dauernde, das Radar ist immer an. Also wenn ich irgendwas mache, dann macht der Schlagzeuger auch irgendwas. Das ist so diese Lebendigkeit des Jazzes, vielleicht kann man es so ausdrücken. Ich möchte noch insgesamt sagen zu der gesamten Frage, die vorher war, dass meiner Meinung nach Musik ist nicht international. Das ist, glaube ich, schon ein wesentlicher Punkt. Man kann zusammen Musik machen. Man kann immer einen gemeinsamen Nenner finden, auf dem man Musik machen kann. Aber die Subtilitäten, die kann man natürlich in seinem eigenen Umfeld schaffen, wo man die Tradition hat, die Bildung hat und weiß, was der Humor ist. Die ganzen Feinheiten, die gehen flöten, wenn man jetzt mit vielen Leuten von der ganzen Welt und wir lieben uns alle, machen Musik zusammen. Das kann sehr spannend sein. Das hat doch nichts mit gut und schlecht zu tun. Aber viele Sachen gehen da eben
verloren. Ich habe die Erfahrung gemacht, zum Beispiel in China habe ich mit einem Schlagzeuger gespielt, der hat kein Englisch gesprochen. Und ich habe mich immer gefragt, irgendwie gibt es ein Kommunikationsproblem zwischen uns beiden beim Spielen. Und ich habe selber dann, war in der Schule, habe ein bisschen Mandarin gelernt und ich habe das dann begriffen. Wenn ich eine Frage auf meinem Instrument gestellt habe, konnte er das ja gar nicht als Frage auffassen. Denn bei uns, eine Frage geht hoch am Ende, bedeutet das ja nicht im Mandarin. Mandarin gibt es die Töne und das sind dann einfach andere Wörter. Und ob es eine Frage ist, das wird durch ein Anhängsel gezeigt oder ein Ausrufezeichen. Und da ist mir aufgefallen, er kann wahrscheinlich das gar nicht begreifen, meinen Satzbau, meine Struktur. Also es ist ähnlich schon wie mit Sprache. Der Jazz wird ja von etlichen politisch tätigen und engagierten Menschen als sehr demokratische oder auch die Demokratie unterstützende Musikform wahrgenommen. Martin Luther King zum Beispiel hat darüber geschrieben, auf Humanity and the Importance of Jazz, und zwar schon 1964, als er in West-Berlin war. Und das war, 1964 gingen die Berliner Jazztage los, da war das als Grußwort gedacht, was er geschrieben hat. Also hat sehr viel über die Ursprünge des Jazz geschrieben, aber auch darüber, dass der Jazz der Bürgerrechtsbewegung damals sehr viel Kraft gegeben hat. Also wenn die Spirits am Boden waren, wenn man dachte, so, es geht nicht mehr weiter, er hat es eben auf den Jazz gemünzt, hätte der Jazz Kraft gegeben. Habt ihr von euch aus den Wunsch oder vielleicht auch manchmal den Eindruck, dass eure Musik dem Publikum Kraft gibt und dieses ein Gefühl von mehr Freiheit in der Welt? Ich meine, damals in the 50s and 60s or even in the 40s, the Jazz was sehr, sehr wichtig für die Afro-American Community und it was nicht unpolitisch damals. Es hat dem viel Kraft gegeben und ich glaube, heute, weiß es nicht, ich hoffe. Ich habe vor letzter Woche in der Unterfahrt und habe Mark Rebo gehört und er hat Texte, was wirklich nicht unpolitisch war und sehr, er hat seine Unzufriedenheit ganz deutlich rübergebracht über die politische Situation, besonders in Amerika. Und ich habe angesprochen gefühlt. Ich habe in dem Moment Kraft, ich weiß es nicht, aber I said to myself, yeah. Und ich glaube, der ganze Raum, der ganze Publikum hat das auch gefühlt. Und war, they were electrified by seine Message und seine Energie. So, ja. Yeah. Für mich persönlich, ich komme aus einem sehr kleinen Staat. Ich war sehr, wie sagt man, does that mean sheltered? Mm-hmm. Yeah, that's the word also. So, ja, yeah, ich war nur ein Typ, der Musik spielen wollen und lernen wollte. Und jetzt bin ich der Meinung, dass meine eigene Musik, meine eigene Komposition, my gift basically, ist einfach schöne Musik zu schreiben, damit Leute vielleicht ihre Probleme kurz vergessen kann. Weil ich bin kein echter politischer Typ. I mean, ich habe starke politische Meinungen und so weiter, aber normalerweise sage ich nicht so viel dazu. Und ich bin nicht passiv in der Welt. Aber ich finde für mich persönlich die Rolle von meiner Musik, was ich schreibe, ist einfach für Musik. It's music for music's sake, for me personally. Alright. Vielen Dank für dieses letzte Statement in dieser Runde, der ersten unseres kleinen Gesprächs in der Pause zum Konzert für den International Jazz Day, zu Ehren des International Jazz Day. Dank an Vibraphonist Tim Collins, dessen Quartett, zu dem auch Pianist Matthias Bublatt, Dank auch an ihn gehört. Heute seid ihr schon aufgetreten im Studio 2 im Funkhaus des Bayerischen Rundfunks. Dank an Saxophonist Florian Trübsbach, der mit Pianist Leonid Zizik auch noch in der ersten Hälfte gespielt hatte. Und Dank an Gitarrist Jeff Goodman, der in einer guten Viertelstunde mit der Sängerin Fior Alba Turku Auszüge aus ihrem gemeinsamen Programm vorstellen wird. Live im Studio 2
und außerdem im Video-Livestream auf BR Classic Concert und im Radio auf BR Classic. Ja, nun neues Spiel und neues Glück über Jazz und seine Rolle als internationale Musikform oder wie das die Begründer des International Jazz Day postulieren, als Musik, die Grenzen überwindet, eine Musik von demokratischer Qualität. Darüber möchte ich in einer zweiten Konstellation hier im Pausengespräch unseres Konzertabends sprechen. Und zwar mit drei weiteren Gästen, die dann auch alle noch in der zweiten Hälfte des Konzerts auftreten werden. Das Konzert geht bis insgesamt 23 Uhr, Sie wissen es ja. Und wir sind hier im Studio 2 des Bayerischen Rundfunks in München. Auf der Couch sitzt Fioralba Turcu. Sie ist gerade schon erwähnt worden und sie ist die zweite Hälfte des Duos Katie Krull. Die andere Hälfte ist Jeff Goodman, den wir vorhin gerade schon im Gespräch hatten. Aus Albanien stammt ihre Familie, in der klassische Musik große Tradition hat. Der Papa Fago und der Bruder Rudenz Turcu sind beide international konzertierende und unterrichtende Geiger. Aber Fioralba Turcu hat sich entschieden für den Jazz. Relativ spät eigentlich, und ist mit einer Station über Paris nach München gekommen und hat ihn hier an der Musikhochschule studiert. Mit dabei ist außerdem in dieser Gesprächsrunde Matthias Lindermeier, der auch in München studiert hat, aber auch schon einige Abstecher gemacht hat nach Berkeley, an die Berklee School of Music in Boston. Und zwar zunächst über einen Preis, den Kurt-Maas-Preis, und dann nochmal ein Stipendium gewonnen hat und in Berkeley insgesamt in 2 Jahren längere Zeit verbracht hat. Und er ist zusammen hier mit dem Musiker, mit dem er ein Quartett leitet, das heute Abend nochmal auftreten wird, ganz zuletzt im Programm, ist Mathieu Bordenave. Und du bist ja seit 2008 in München, hast hier auch Jazz studiert, auch abgeschlossen den Master gemacht, warst vorher in Paris am Konservatorium, stammst aber, wie ich gelesen habe, aus einem relativ kleinen Ort in den Pyrenäen, richtig? Genau. Und ganz in der Nähe von Lourdes sogar. Genau. Also was ich hier jetzt schon mal kurz geschildert habe, einen kurzen Abriss eurer Lebensläufe, die natürlich noch viel mehr zu bieten haben, das zeigt ja schon so ein bisschen, dass euer Leben schon sehr geprägt ist auch, durchaus von Ortswechseln, vielleicht auch tatsächlich von Kulturwechseln. Ist das für euch nur schlicht gelebte Lebensrealität und irgendwie auch ganz normal? Oder empfindet ihr das auch als was Besonderes? Zum Beispiel für mich, also großer Schritt war nach Paris umzuziehen. Und das war ein großer Schock, kultureller Schock natürlich. Paradoxal, ich habe eigentlich mehr mich gefasst mit klassischer Musik in Paris, modern klassischer Musik. Und das hat einen Weg gegeben durch den Jazz auch, was ich mag in europäischer Jazz oder also diese Verbindung. Und ich glaube, das ist ja, das ist immer sehr, sehr wichtig. Also immer versuchen, verschiedene Schritte, verschiedene Städte, Länder zu besuchen, um eine eigene Einblickung zu schaffen. Es ist ja noch mehr als ein Besuch, es ist ja tatsächlich ein Schritt, ein Lebensschritt. Ich meine dann auch von Frankreich nach Deutschland zu gehen zum Studieren, eine neue Sprache zu lernen komplett. Auch andere Kultur. Andere Kultur auch tatsächlich. Du hast ja einen Teil, sage ich mal, deiner französischen Musikkultur auch immer wieder eingebracht in deine, in deine Bandprojekte Le Café Bleu, also Edith Piaf-Songs oder auch diese internationalen Kinder-Einschlaflieder, die ihr gemacht habt. Und jetzt kommt ja nächstes Jahr auch wieder eine CD mit Frankreich-Bezug, ganz klar. Also als ich in Paris war, ich war sehr oft im Museum, also in Musée d'Orsay oder so. Und ich habe immer eine starke Verbindung gesucht zwischen Farben oder Malerei und Musik. Das war immer für mich sehr wichtig. Und also ich versuche mal im Moment in Musik zu setzen, also spielerisch auch. Also vielleicht in meiner Stilistik mit mehr Konturen und immer, also ich versuche mal nicht unbedingt mit Noten oder Harmonie zu denken, aber mehr mit Farbenspiel. Und das war also in Frankreich mit Debussy natürlich oder Ravel oder Dutilleux später. Das war immer ein wichtiger Teil unserer musikalischen Kultur. Genau. Ich denke, dass du als gebürtige Albanierin ja auch in deine Programme immer wieder, in deine Solo-CDs, in die CDs, die du mit Jeff Goodman zusammen gemacht hast, da ist immer auch ein Anteil von Liedern, die albanische Traditional sind oder eben eigene Kompositionen. Ganz genau. Deine Muttersprache. Ist meine Muttersprache, ist auch die Sprache, in der ich mich vielleicht auch am farbenreichsten ausdrücken kann.
Und wie Mathieu gerade auch so schön sagt, es ist durch den Jazz habe ich rausgefunden, konnte ich am besten meine Wurzeln, meine Identität wahrnehmen und auch aufrechterhalten und auch weiterentwickeln. Was mich ja mit meiner Heimat beispielsweise noch verbindet, ist die Sprache und die Musik. Alles andere, es hat keine Verbindung mehr, weil ich schon viel zu lange dort nicht mehr lebe. Aber durch die Musik und die Komposition im Jazz und die Vielfältigkeit, die diese Genre anbietet, konnte ich das weiterentwickeln und diese Vielfältigkeit und dieses internationale Gefühl, das man bekommt als Immigrant praktisch, aber dann auch wirklich seine Wurzeln immer wieder sucht, da ist Jazz einfach perfekt gewesen, um da wieder ein Zuhause zu finden. Also bei mir ist es mit den musikalischen Einflüssen genau andersrum als jetzt bei den beiden, weil bei mir ist eigentlich wirklich eher so, dass ich eher nach den Einflüssen so außerhalb von meiner Herkunft suche. Also ich bin ja in Bayern aufgewachsen, da gibt es natürlich viel Blasmusik und als Trompeter spielt man normalerweise auch viel Blasmusik. Das muss ich jetzt sagen, es ist nicht so starker Einfluss für meine eigene Musik, sondern die kommt wirklich eher von woanders her. Woher genau, ist jetzt auch schwer zu definieren, aber genau, ich bin also eher, wenn ich auf Reisen bin, dann bin ich eher auf der Suche nach Einflüssen, die mich mehr ansprechen. Also genau, also ich bin zwar hier verwurzelt, aber irgendwie ist meine ganzen Ideen kommen irgendwie nicht aus dieser musikalischen Kultur in erster Linie. Mhm. Genau. Aber du warst ja eben jetzt zweimal auch länger in Berkeley, in Boston und im Mutterland des Jazz sozusagen. Ich kann mir vorstellen, dass man von da jede Menge noch mal mitnimmt. Man lernt da nicht nur über amerikanische Musikkultur, weil es einfach wahnsinnig international ist. Und da sind auch Leute irgendwie aus Indien oder Südkorea, China, Südafrika, was weiß ich, von überall her. Und die bringen irgendwie alle ihren Einfluss mit. Deswegen, also das fand ich jetzt fast noch interessanter als so diese reine amerikanische Jazz-Musikkultur. Also das ist irgendwie was mich mehr anspricht. Also ich spiele nicht im traditionellen Sinne Jazz, wenn ich meine eigene Musik spiele. Also ich suche eigentlich wirklich immer so nach anderen Sachen und fand in dem Fall eigentlich wirklich, ist inspirierender wirklich auch diese Internationalität und wirklich Leute von allen Ecken der Erde kennenzulernen. Ja, das fand ich, also das war irgendwie das Spannendste eigentlich an dieser Zeit. Als die UNESCO im November 2011 den 30. April zum International Jazz Day ausrief, konstatierte die UNESCO-Generaldirektorin Irina Bokova, das ist eine Bulgarin, Jazz mache das Beste aus der Vielfalt in der Welt. Jazz überwinde Grenzen und bringe Menschen zusammen. Und seit seinen Wurzeln in der Sklaverei habe der Jazz seine leidenschaftliche Stimme gegen jede Art der Unterdrückung erhoben. Der Jazz spreche eine Sprache der Freiheit, die in allen Kulturen von Bedeutung sei. Das sind jetzt wirklich gewaltige Worte. Das hat auch ein bisschen fast schon eine gesellschaftspolitische Konnotation, könnte man sagen. Wie geht's euch denn damit? Empfindet ihr irgendetwas von dem, was hier so gesagt wurde, für euch zutreffend oder für eure Lebenserfahrung im und mit Jazz als zutreffend? Also für mich, Jazz war immer eine große Brücke. Dass, also wenn wir reisen, wenn wir in andere Länder gehen, es gibt natürlich, wir müssen immer eine neue Sprache lernen. Aber ich kann mich erinnern, hier, als ich kam nach München, ich konnte fast kein Deutsch reden. Und es war immer schwierig, mich auszudrücken oder einfach nochmal leben. Aber bei Musizieren war immer wie in Frankreich. Also ich hab nie ein anderes Gefühl gehabt, als ich in Frankreich war. Ich glaube, Jazz hat diese Besonderheit, das hat keine eigentlich Stilistik, das ist improvisierte Musik. Es gibt keine Grenzen. Es gibt natürlich Regeln, also zusammenspielen, zusammen hören. Aber danach, das ist immer sehr offen. Neulich habe ich eine Produktion gemacht, wo wir haben japanische Musik aufgenommen in Frankreich mit zwei Deutschen und einem Japaner. Und das war natürlich sehr, sehr, sehr lustig, also mehrere Sprachen zu benutzen. Aber als wir
also Rolling gesagt haben, das war etwas plötzlich ganz Konkretes gemeinsam, wo keine, also kein Unterschied gibt. Wir sind alle da, um etwas gemeinsam zu produzieren. Und ich glaube, das ist was international ist. Es gibt wenige Sachen für die Architektur, wo wir können sagen, dass definitiv international und überall gültig ist. Und alle verstehen das. Das ist eben nur im Jazz meiner Meinung nach möglich wiederzugeben, sich musikalisch zu treffen an einem Punkt, ganz viele verschiedene Hintergründe mitzubringen, verschiedene Sprachen und dennoch dann an einem bestimmten Punkt gemeinsam die gleiche Sprache zu sprechen. Neulich hat mich jemand auch gefragt, was ist eigentlich Jazz? Und mehr als zu sagen, das ist die Freiheit, die Musik so auszudrücken oder jede Art von Musik eben im Jazz frei oder diese freie Kommunikation ist durch den Jazz eben nur möglich. Und das findet man in keinem anderen Genre wieder. Also bin ganz der Meinung von Mathieu, es bringt alle Kulturen zusammen und verbindet es, ohne dass es wirklich Grenzen haben muss. Also ich würde sogar so weit gehen, dass man das nicht auf den Jazz beschränkt, sondern Musik ganz im Allgemeinen damit reinnimmt. Weil ich meine, also ich war zum Beispiel mal in Marokko irgendwie eine Weile auf Reisen und hatte die Trompete dabei und habe da dann einfach mit Leuten zusammen gespielt. Aber ich weiß nicht, ist das jetzt Jazz? Die haben vielleicht ihre Songs gespielt oder auch irgendwas improvisiert. Ist es schon Jazz, wenn sie irgendwas improvisieren? Oder ist es erst dann Jazz, wenn man irgendwie diese Jazzsprache spricht? Zu dem, was ihr gerade gesagt habt, passt eigentlich ganz gut, was der Bassist Marcus Miller, der auch einer der Mitorganisatoren dieses International Jazz Day ist, was er gesagt hat darüber auf der Website. Er ermutige Menschen mit starken und zum Teil sehr unterschiedlichen Ansichten als Team zusammenzuarbeiten und gleichzeitig gibt er ihnen genug Raum, ihre Individualität auszudrücken. Das sei für ihn der Jazz. Eine sehr wichtige Kunstform, die als Modell dafür dienen kann, wie unterschiedliche Kulturen zusammenarbeiten können. Da haben wir es also wieder so diesen Ausblick quasi auf das, was Jazz in einer Übersetzung gesellschaftlich bedeuten könnte oder was der Jazz gesellschaftlich ist in seinem Rahmen, wo er stattfindet, ja, als Nukleus. Und das sind viele gute Gründe, um einen International Jazz Day ins Leben zu rufen, denke ich. Es gibt ja viele wichtige, gute Tage. Denken wir mal an den Internationalen Frauentag und so weiter. Ich stelle jetzt mal an euch die Frage, die ich eingangs euren Kollegen gestellt habe in der ersten Gesprächsrunde. Was bedeutet so ein International Jazz Day für euch ganz persönlich? Hand aufs Herz. Also die Tatsache, dass man einen Tag einer Sache widmet, die man gemeinsam liebt und die man gemeinsam feiert, und derer gedenkt, das ist für mich ein internationaler Tag, den man sozusagen in dem Sinne dann dem Jazz widmet. Einfach es zelebriert, miteinander ausgiebig feiert und das in jeglicher Vielfalt und Form, wie es ist, es an dem Tag eben darstellt. Ich finde, dass Jazz im Allgemeinen schon eher zu wenig öffentliche Aufmerksamkeit bekommt, also nach meiner Meinung nach zumindest. Und ich glaube, dass so ein International Jazz Day auf jeden Fall dazu beitragen kann, dass man irgendwie ja, das so ein bisschen nach außen trägt und vielleicht irgendwie neue Leute erreicht. Hoffentlich. Also, dass nicht nur die Jazz-Community zusammenkommt und irgendwie sich feiert, ist ja auch schön, aber dass auch irgendwie an neue Leute darauf aufmerksam werden und sehen, ja, das ist irgendwie, es lohnt sich mit dieser Musik zu beschäftigen, das irgendwie nach außen tragen. Es gibt auch eine politische Dimension, dass wir suchen ständig, wo können wir zusammen funktionieren, so politisch, also Gesellschaft, was funktioniert, nicht funktioniert. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft, eigentlich diese Jazz-Community, wir funktionieren eigentlich sehr gut. Wir spielen also überall, wir reisen viel, wir spielen mit anderen Identitäten, also ich bin Franzose oder so und manche mögen nicht, manche mögen und so, aber das funktioniert und seit Jahrzehnten. Und natürlich, wir haben immer ein Ego, aber solange das wirklich
dass wir versuchen, das schön zu verbreiten, also schön positiv etwas, was bin ich und was kann ich bringen in eine Band zum Beispiel. Das funktioniert immer. Und ich glaube, dass im Moment, also wir wählen dieses Jahr und das ist interessant, es gibt so viele Menschen, die wollen uns trennen. Immer was uns einzigartig macht oder wo sind die Unterschiede. Und wir sind sehr unterschiedlich, aber funktionieren hervorragend auf einer Bühne. Und ich glaube, diesen Tag zeigt das überall, weltweit. Ja. Vielen herzlichen Dank, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt. Und großes Vergnügen wünsche ich jetzt dann im Konzert beim International Jazz Day. Das waren wir hier im Pausengespräch unserer Live-Übertragung vom International Jazz Day. Es geht also gleich weiter mit Fioralba Turku und Jeff Goodman, ihrem Duo Katie Krull. Und danach hören wir dann noch das von Matthias Lindermeyer und Mathieu Bordenave co-geleitete Quartett. Und eine kleine Überraschung gibt es dann auch noch im zweiten Teil unseres Konzertabends. Und damit der jetzt weitergehen kann, gebe ich jetzt mal an meinen Kollegen Ulrich Habersetzer. Ich bin Beate Samson. Schönen Konzertabend noch. Vielen Dank an meine Kollegin. Das war sie im Gespräch mit Saxophonist Mathieu Bordenave, Trompeter Matthias Lindermeyer und Sängerin Fioralba Turku. Und wir sind wieder live im Studio 2 beim Special-Konzert zum International Jazz Day, den wir heute hier feiern und auf der ganzen Welt. Sie kommt aus Albanien, er aus New York City und sie haben sich in München 2006 bei einem Workshop kennengelernt. Und da hat es irgendwie gefunkt und seither sind sie in unterschiedlichen Projekten musikalisch miteinander verbandelt. Und es gibt eben auch ein Duo. Von diesem Duo ist vor kurzem eine CD erschienen, die heißt Katie Krull. Und so heißt auch dieses Duo jetzt. Darin hören Sie traditionelle albanische Klänge, die erdige Kraft des Blues, aber auch die Intimität von Jazzballaden und die Raubeinigkeit der amerikanischen Folkmusik. Viel Vergnügen mit Katie Krull. Das sind Fioralba Turku Gesang und Jeff Goodman Gitarre.
башко нет ты, тот еще кой мезили. Видо на фласи не носу, седу эми унети. Бит тен дитен хиве, хиве куринти, эти не шова кроеве, кроеве купиве ти. Thank you.
Mädchen mag ein Schuh. Hey, hey, hey. Schönen guten Abend. Das erste Stück war in albanischer Sprache Sadua Immunity. Das nächste heißt Dream, eine Komposition von Jeff. Thank you.
turn to the right. A turn to the left. Katie Krull, so heißt das Jeff Goodman Fioralba Turcudu mittlerweile. Aufgrund dieses wunderbaren Stückes, das wir als nächstes spielen. Das ist ein ganz altes Stück, ursprünglich aus Schottland, die nach Amerika gewandert ist. Und es ist über eine ganz besondere Frau. Now they've changed their tune.
They bring me bottles empty. Wir spielen ein traditionelles Stück aus Albanien, es heißt Mkamar Mali Brunanantime. Ich habe Sehnsucht nach meiner Mutter. Se mudou que eu fosse mal escrita, que tu não vês me, não assim. Portrait in the way, scan your
Das nächste Stück heißt Mad Girl. Es ist eine Vertonung eines Haikus. Ich spiele ein letztes Stück für heute Abend und wollten uns bedanken, dass wir hier dabei sein durften. Auch viele Grüße an Amerika und Albanien senden und überall, wo wir gerade live gestreamt werden. I said hello to my folks back home. All the folks in New York who are listening to this, trying to figure out their computers because they're 90 years old, but working, you know, everybody does the best they can. And yeah, it's a great occasion here. It's great for us to be here. And just want to thank everybody for making this possible. Beate besonders. Good. Jeff Goodman. Für Albert Türkel.
has come to stay. Jor Alba Turku und Jeff Goodman, das Duo Kelly Crew beim International Jazz Day in München im Studio 2 des Bayerischen Rundfunks. Yeah. Wow, so jetzt am Schluss nochmal mit Bessie Smith, ganz zurück an die Wurzeln des Jazz mit diesem sensationellen Duo. Und wir haben jetzt noch eine kleine Überraschung für Sie. Es hat was mit Kuba zu tun, glaube ich. Nämlich Anfang der Woche starteten schon die Feierlichkeiten zum International Jazz Day auf Kuba. Und dort befindet sich seither auch, also seit Anfang der Woche, der amerikanische Pianist Herbie Hancock. Er ist die ganze Woche schon dort und er wird heute Abend in 3 Stunden und 20 Minuten ungefähr mit 50 anderen international renommierten Musikerinnen und Musikern aus 14 Ländern dort auftreten. Das ist ein riesiges Konzert. Ab 3 Uhr morgens gibt es das auch als Livestream zu sehen. Das moderiert dann der Schauspieler Will Smith. Aber ich finde, Sie haben es eigentlich auch ganz gut getroffen, oder? Ja, wow, okay. Eigenlob spricht nicht. Also, und wir haben das Thelonious Monk Institut ein paar Wochen lang bekniet, muss ich sagen. Die waren guten Willens, aber haben gesagt, wenn ihr eine Grußbotschaft von ihm wollt, ihr bekommt ganz bestimmt eine. Aber ich kann euch noch nicht genau sagen, wann, weil Herbie Hancock immer sehr beschäftigt ist. Ja, am Donnerstag kam sie. Mittwochnacht habe ich nochmal geschrieben, bitte, bitte, sagt uns, ob wir was erwarten können. Ja, sie ist da.
Er hat sie in einem Raum aufgenommen, irgendwo in Havanna, der eigentlich so aussieht, dass man sagt, ja, das ist bei der Schulsekretärin jetzt wahrscheinlich irgendwie, macht aber nichts. Es ist eine kurze Botschaft, aber sie ist enorm gehaltvoll und wir sehen sie und hören sie jetzt, wenn alles gut geht mit der Technik. Okay, here we go. Hi, I'm Herbie Hancock and I'd like to take a moment to express my gratitude to all of my friends around the world who are celebrating International Jazz Day on April 30th. You can't imagine how moving it is to know that over the course of just 24 hours, people in all 195 UNESCO member states will show their support for jazz as a vehicle for genuine dialogue, peace building, and understanding between cultures. Among so many other things, jazz reminds us that regardless of the language we speak, or the color of our skin, or even which god we worship, we can always find common ground in this music. I think a celebration of this kind is more important today than ever before. It gives us a solidarity with our fellow man and woman that cannot be replicated. It helps us to remember what unites us, even when tragedy and crisis promise to divide us. So to each and every one of you, no matter where you call home, thank you from the bottom of my heart for participating on April 30th. Have a very happy International Jazz Day. Yeah. Ja, schon allein dafür möchte man ihn jedes Jahr feiern, oder? Herbie Hancock hier in München. Er ist bewegt von der großen Unterstützung der Menschen aus allen 195 UNESCO-Mitgliedstaaten, die innerhalb von 24 Stunden mit ihren Aktionen den Jazz unterstützen, dem er einzigartige, friedenstiftende Dialogfähigkeit und einen Anteil an der Verständigung der Kulturen zuspricht. Und er hat uns auch daran erinnert, dass wir unabhängig davon, welche Sprache wir sprechen, welche Farbe unsere Haut hat und sogar unabhängig davon, welchen Gott wir anbeten, im Jazz können wir immer eine gemeinsame Basis finden. Er denke, eine solche Feierlichkeit wie der International Jazz Day sei jetzt wichtiger als je zuvor. Auch in Zeiten von Tragödien und Krisen, die uns entzweien können, erinnere uns der Jazz daran, was uns verbindet. Und der UNESCO Goodwill Ambassador for Intercultural Dialogue, das ist nämlich Herbie Hancock, wünscht uns allen diesen schönen International Jazz Day. Bei uns ist ja der International Jazz Day leider schon fast rum, aber machen Sie es doch einfach wie die Musiker oder wir von der Jazzabteilung aus dem 13. Stock da im Hochhaus drüben. Feiern Sie einfach jeden Tag Jazz Day, das lohnt sich nämlich. Aber eine Band gibt es noch. Bordenav, Lindermeyer, Weber, Fukumori heißt dieses Quartett. Und das ist vielleicht die internationalste Band unseres Abends. Die Musiker kommen nämlich aus Südfrankreich, Japan, Detmold und Augsburg. Der Tenorsaxophonist Mathieu Bordenave, er kommt aus Frankreich, er hat in Paris studiert und dann in München. Er und der Trompeter Matthias Lindermeyer, sie ergänzen sich unglaublich gut durch ihre Klanglichkeit. Es sind beides Klangmaler, die einen ganz großen Sinn für melodische Bögen haben. Das macht sehr große Freude, diese beiden Bläser zusammenzuhören. Sie werden aber unterstützt von einem Schlagzeuger, der eigentlich alles kann. Der kann swingen, der spielt Rockgrooves, aber der hat auch einen Sinn für ganz freie Musik und er öffnet Türen für seine Mitmusiker. Der vierte im Bunde, das ist der Pianist Florian Weber und er ist eigentlich einer der deutschen Pianostars. Er spielt regelmäßig mit so illustren Menschen wie dem Saxophonisten Lee Konitz und ist oft in den USA, aber er ist auch gerne bei uns und deswegen ist er heute Abend hier im Studio 2 beim Special-Konzert zum International Jazz Day. Und jetzt viel Vergnügen mit diesem Quartett. Ja. So, es gab am Anfang des Abends ein bisschen Deutsch mit amerikanischer Akzent und jetzt kommen Deutsch mit französischer Akzent. Das werde ich sehr international. Wir werden starten mit einer Komposition von Matthias, das heißt Westzone.
Vielen Dank. West Sonner, Matthias Niemeyer. Wir werden jetzt ein Kommission von mir spielen. Also wir haben eine wunderschöne Botschaft gesehen von Herr Bernkock. Das ist natürlich Meister des Fahres, was Farbenspiel angeht. So hat was alle Pianisten und alle eigentlich Instrumentalisten stark beeinflusst, was das angeht. Und ich habe für eine CD, das kommt im Oktober, diese Gedanken gehabt mit Synästhesie. Also ich höre immer Musik mit Farben und ich wollte praktisch ein Programm schreiben, wo eine Komposition eine Farbe besteht, so was für mich die Farbe ist. Und dieser Titel heißt Cyan. Cyan, das ist eine sehr schöne helle blaue Farbe. Cyan. Thank you.
Vielen Dank, das war Sion. Wir gehen weiter mit deinen wunderbaren Stücken unserer Schlagzeuger, Shinya Fukumori. Wir haben das neulich aufgenommen in Südfrankreich mit seinem Trio. Das heißt For Two Akis.
Bevor dass wir unser letztes Stück für diesen wunderschönen Abend spielen, würde ich gerne die wunderbare Musiker vorstellen. Am Klavier Florian Weber. Am Schlagzeug Shinya Fukumori. Trompet Matthias Lindermeier. Mein Name ist Matthias Bodenau. Vielen Dank. Also vor ein paar Tagen, das hat in München geschneit. Genau, das war schön. Und zu diesem Anlass, wir spielen ein letztes Stück mit dem Titel Oktober. Thank you.
Klavier. Matthias Lindemeyer. Shinya Fukumori. Mathieu Bonnena. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, nie zuvor war der Oktober im April so schön. Und es war so ein schöner International Jazz Day mit diesen Wahnsinnsbands, mit Ihnen hier im Studio, mit dem, wo wir uns hier hineingeschraubt haben in alle Atmosphären dieses Abends. Ich freue mich sehr, dass wir das so machen konnten, dass Sie hier waren, dass wir hier waren, dass wir in diese Musik eintauchen konnten. Das war unser erstes Konzert zum International Jazz Day, der dieses Jahr schon zum 6. Mal stattfindet, mit dem Tim Collins Quartet, mit dem Duo Leonid Cizik und Florian Trübsbach, mit dem Duo Katie Krull alias Fioralba Turku und Jeff Goodman. Ja, und zuletzt jetzt hier mit dem großartigen Quartett von Matthias Lindemeyer und Mathieu Bordenave. Ja, gibt es noch viel zu sagen? Ich möchte auch noch ein bisschen Danke sagen. Und zwar vielen Dank an das ganze Team, das diesen wunderbaren Abend hier gestemmt hat. Und zwar danke, da dürfen Sie gerne klatschen. Danke an das Team der Hörfunkübertragung, danke an die Kollegen, die den Video-Livestream gemacht haben und danke an alle rundherum, die hier echt gearbeitet haben, dass wir so einen schönen Abend hier haben. Und vielen Dank an Sie, dass Sie zu unserer Jazzparty gekommen sind. Ich glaube, sowas sollten wir mal wieder machen. Es hat großen Spaß gemacht. Ja. Dankeschön. Nächstes Jahr, 30. April. Und unser Tipp für Sie auf den Heimweg, feiern Sie den Jazz ganz einfach, wann immer und wo immer Sie ihn feiern können. Vielleicht mit unseren Jazzsendungen auf BR Classic, vielleicht zu Hause mit dem Schallplattenabend und vor allen Dingen gehen Sie in die Konzerte, checken Sie diese lebendige und großartige Live-Jazz-Szene aus, die wir hier haben und kommen Sie wieder hierher, wenn Sie Lust haben. Mein Name ist Beate Samson, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und mein Name ist Ulrich Habersetzer. Gute Nacht. Ja.